28. Juli eröffneten die neuen Piraten in Batavia für die Besucher. Die Eröffnung erfolgte damit 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage nach dem Großbrand, der die alte Attraktion komplett zerstörte. Bei dem neuen Dark Ride versuchte der Park eine Mischung aus Neu und Alt zu kreieren. Vieles in der neuen Bahn ist an die alte angelehnt. So sind einige Szenen aus der alten Fahrt wieder in der neuen erkennbar. Gleichzeitig wurde die Attraktion aber auch deutlich modernisiert. Die größte Änderung dürfte die neue Geschichte sein. Den Besuchern wird nun vom Gründer des Adventure Club of Europe, Bartholomäus van Robbemond, erzählt, der nach dem magischen Dolch von Batavia sucht. Die böse Figur der Attraktion Cortez versucht ebenfalls den Dolch, der unverwundbar machen soll, zu finden. Neben Deutsch sind nun auch Sprüche auf Englisch und Französisch in der Bahn zu hören. Bei dem Dark Ride kommen über 100 Animatronics und auch einige Spezialeffekte zum Einsatz. Wie die Europapark und Rolantica App ankündigt, soll es auch für die Piraten in Batavia eine virtuelle Warteschlange geben, bei der man die Wartezeit im übrigen Park verbringen kann. Der Europapark soll erstmals durchgehend bis zum 10. Januar geöffnet sein. In den letzten Jahren war der Park im November immer knapp 3 Wochen zwischen der Sommer- und der Wintersaison geschlossen. In dieser Zeit wird der Park in diesem Jahr täglich geöffnet sein. Der Umbau von der Halloween- zur Winterdeko wird dann fließend im Parkbetrieb erfolgen. Welches Attraktionsangebot uns in dieser Zeit erwarten wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Da über Atlantica Supersplash das Riesenrad und im Fjordraftingsee das nordische Winterdorf mit der Eislauffläche aufgebaut werden muss, wird das Angebot aber voraussichtlich eingeschränkter als in der Sommer- und Wintersaison sein. Auch über die Öffnungszeiten wurde noch nichts gesagt. Da in der Sommersaison von 9 bis mindestens 18 und in der Wintersaison von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet ist, stellt sich hier die Frage, welche Öffnungszeiten in den 3 Wochen gelten. Ebenfalls sind die geltenden Eintrittspreise für diese Zeit bislang nicht bekannt. Spannend bleibt auch, ob der Park dies ab jetzt in jedem Jahr so handhaben wird oder es sich um eine einmalige Ausnahme wegen Corona handelt. Im Online-Shop sind nun weitere Soundtracks von Neuheiten in diesem Jahr im Angebot. Zum einen gibt es den Soundtrack der neuen Piraten in Batavia sowohl auf CD für 11 Euro als auch als Download für 9 Euro. Mit dabei sind 10 Soundtracks aus dem Wartebereich und den einzelnen Szenen der Fahrt. Auch den Soundtrack der neu gestalteten Ed's Adventure Parade kann man nun auf CD kaufen. Die Parade konnte in diesem Jahr allerdings wegen Corona noch nicht aufgeführt werden. Die CD beinhaltet 6 Songs der neuen Show. Das waren die Europapark-News im Juli. Ich wünsche euch jetzt natürlich viel Spaß mit den neu eröffneten Piraten in Batavia. Wie gefällt euch die neue Version der Bahn? Meine Erwartungen hat der Park mit der Attraktion auf jeden Fall übertroffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.